Damit zusammenwächst, was seit 2 Jahren offiziell zusammengehört hat, Chorleiterin Iris Thierolf das Oberzentlied geschrieben. Doch mit der musikalischen Vereinigung der 4 Gemeinden ist es noch nicht getan. Das ist sicherlich nicht einfach, weil es eine riesengroße Gemeinde ist, eine riesengroße Stadt über ein riesengroßes Gebiet. Und ich glaube, die haben da im Rathaus genug zu tun, dass das irgendwie tatsächlich gut vollbracht werden kann, weil es Baustellen an allen Ecken und Enden gibt. Unterwegs mit Bürgermeister Christian Kehrer. Wie viele kleine Gemeinden hatten auch die Oberzent-Kommunen mit einer schrumpfenden Bevölkerung zu kämpfen. Häuser stehen leer. 2016 haben die rund 10.000 Einwohner für die Fusion gestimmt. Ein Allheilmittel ist sie aber nicht. Wir merken es ja momentan, dass uns als Stadt Oberzent es schon schwerfällt, das Ganze zu erhalten. Also wir haben 15 Feuerwehren, wir haben 12 Bürgerhäuser, wir haben 120 Kilometer Kanalnetz. Uns fällt es nicht leicht, aber uns fehlt es, ist es einfacher für uns als für die ehemaligen 4 Kommunen. Oberzent ist aus Berfelden, Sensbachtal, Hesseneck und Rothenberg entstanden. Damit ist sie flächenmäßig die drittgrößte Stadt. Der Name ist die historische Bezeichnung für die Region im südlichen Odenwald. Historisch sind auch die Probleme der Stadt. Das marode Kanalsystem der ehemals 4 Gemeinden etwa kostet die Stadt in den nächsten 20 Jahren rund 17 Millionen Euro. Aber im Rahmen der Fusion hat das Land die Hälfte der Altschulden übernommen. In Summe 4,5 Millionen Euro, die wir im Januar 2018 auf unser Bankkonto überwiesen bekommen haben. Das ist auch notwendig gewesen und das Geld brauchen wir, um hier die Region zu beleben und die Infrastruktur zu erhalten. Oberzent gilt als gelungenes Beispiel für Fusionen. So sieht es auch der Landesrechnungshof. Seine Empfehlung: Gemeinden unter 8.000 Einwohnern sollten fusionieren, denn erst ab dieser Größe sei eine wirtschaftliche Verwaltung möglich. Mehr als die Hälfte der rund 400 hessischen Kommunen ist aber kleiner. Stellen Sie sich vor, Sie müssen so viel bearbeiten in einer Verwaltung, nur mal im Personalbereich. Sie müssen Beamte und Sie müssen Angestellte verwalten. Jetzt kann man sagen, der Kollege A spezialisiert sich meinetwegen auf die Beamten und der Kollege B auf die Angestellten. Ach, das ist zum Beispiel auch vorstellbar. Es führt also zu Spezialisierungen, die nachher das Verwaltungshandeln als solches effizienter machen. Dank Gemeindefusion können liegengebliebene Projekte wieder angegangen werden, so wie dieses Bürgerhaus im Stadtteil Berfelden. Weil wir einmal neu aufgestellt sind, neue Bauverwaltung haben und weil es auch wirklich Zeit ist, es zu dokumentieren, dass jetzt was passiert. Zwar sind 2 Jahre nach der Fusion noch viele Baustellen da, aber die Gemeinde ist zumindest schon ein Stückchen näher zusammengerückt.